Hallo und willkommen zu einem Unboxing. Ich habe Post bekommen. Ja, und das öffnen wir jetzt. Ja, wie ihr seht, ich bin nicht in der Küche bei mir, wo ich meistens die Videos aufnehme, sondern in meinem Wohnzimmer. Habe ganz spontan das aufgebaut, denn ich habe spontan Post bekommen. Ein ganzes Paket. Hier könnt ihr sehen, ein Typlosion-Aufkleber und ein SW3-Magazin. Keine Ahnung, kenne ich jetzt nicht. Vielleicht Star Wars 3-Magazin. Kann ich nicht sagen. Jedenfalls ist das ein Deal mit dem lieben Pitendo von dem YouTube-Kanal, dem gleichnamigen, also vom Peter, ein Paket. Er hat ein paar Sachen angeboten, die er verkaufen oder verkauft hat. Und ich habe gesagt, das und das interessiert mich. Ja. Und das hat er mir zusammengepackt und ich habe ein ganz großes Paket bekommen. So viel war es doch gar nicht. Jedenfalls nichts, was so groß war. Aber egal, wir schauen rein gemeinsam. Das habe ich mir gedacht. Das macht doch immer Spaß. Und als ich... also eigentlich wollte ich gar nicht erst aufnehmen, sondern das öffnen und später euch die ganzen Sachen zeigen. Aber es ergab sich dann, dass ich gedacht habe, diesen Typlosion-Aufkleber, den zerschneide ich hier live vor der Kamera. So, seht ihr? Ich kann sonst normal sowas nicht machen, aber ich habe jetzt He-Man durchgeschnitten. So. Na. So. Und wie gesagt, ich bin mal erstaunt, wie das alles da drin ist, sozusagen. Gut verpackt ist es auf jeden Fall, denn der Peter macht das immer klasse und ach, hier noch mehr Aufkleber. Ja, aber das Verklebematerial benutzt irgendwann mal den Typlosion-Aufkleber. Also Schlingel, du, die schönen Aufkleber. Und hier auch noch mal My Little Pony. My Little Pony Verpackungsmaterial. Ja, und ganz unten, großes Paket, viel Wundertüte. Ist aber auch nicht schlimm, dass das geht. Sind die Sachen, ihr habt vielleicht schon gesehen. Und zwar, das handelt sich einmal um dieses Buch. Real Ghostbusters. Oder The Real Ghostbusters. Von Bastei, es ist ein Roman. Bebildert ein bisschen. Das ist der zweite Roman, der fehlte mir noch. Ich habe, ich glaube, 3 Stück sind insgesamt rausgekommen damals. 1 und 3 hatte ich bereits und jetzt habe ich auch diesen hier. Richtig cooles Cover. Richtig cool. Ja, das hat mich erreicht und da freue ich mich drüber. Ich könnte mal ein Video dazu machen, zu den 3 Büchern, die es gibt, so ein bisschen was dazu erzählen. Das können wir natürlich auch machen. Ja, und dann, gut verpackt, geht das weiter. Sind Sachen wie zum Beispiel ein Typlosion-Aufkleber oder beziehungsweise ein Motor von der Motopostkorb, hätte ich fast gesagt. So sieht es fast auch aus. Also Typlosion, diesen Aufkleber habe ich noch nicht. Ich habe noch den ersten. Also richtig cool. Danke dir. Ja, so werde ich auch mit den ganzen Goodies bestückt. Ja, und dann haben wir hier als erstes auch richtig cooles Comic, auch von Bastei. Robocop. Das ist der Comic zum Film, zum ersten Kinofilm mit Peter Weller und von Paul Verhoeven. Richtig cool. Kann ich auch noch mal in einem Video genauer besprechen, weil man auch ein bisschen sehen kann, vielleicht Unterschiede zum Film. Hier so richtig schön gezeichnet. Und dann auch etwas, was richtig cool ist, da freue ich mich auch drüber. Ein Bastei-Filmalbum zum Film Labyrinth mit Jennifer Connelly und David Bowie und produziert wurde das Ganze unter anderem, wie ihr hier drauf seht, von George Lucas mit, also dem Star Wars Erfinder, der hat da mitgearbeitet und dann der andere ist Jim Henson, der die Muppets erfunden hat oder auch Sesamstraße, die ganzen Figuren. Ja, das ist ein Buch mit vielen Filmbildern, das können wir uns auch noch mal anschauen in einem Video, also richtig cool und ich mag ja so eine Art Filmbücher. Ja, und als Filmfreak, ja, muss das sein. Und so von Bastei, es ist eigentlich alles von Bastei, geht es weiter. Und zwar, das habe ich auch schon seit längerem gesucht, aber wir hatten einen echt tollen Deal, so dass es echt günstig geworden ist. Also Indiana Jones, The Last Crusade oder Der letzte Kreuzzug. Und zwar ist das auch ein Comic, aber ein Comic anhand von Filmbildern. Richtig cool, in einem sehr guten Zustand.
Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das in so schönem Zustand ist. Da habe ich lange eben nachgesucht. Das andere, was ich so und so bei eBay immer beobachtet habe, war immer nicht nur mein perfekter Zustand. Aber richtig schön, das auch zu haben. Und von der gleichen Serie, ich habe es auch ganz ehrlich schon in meiner Sammlung, aber in einem gebrauchten, beschädigten Zustand, weil ich es in meiner Kindheit hatte. Naja, Kindheit ist gut gesagt, Jugendzeit. Und das ist dann auch kaputt gegangen mit der Zeit. Aber hier ist es in einem brandneuen, supergeilen Zustand. James Bond, Lizenz zum Töten, richtig cool. Wie auch das Indiana Jones, der Film, bebildert als Comic, richtig cool. Kann ich auch noch mal mit euch durchgehen, weil ich habe auch schon bei beiden, weiß ich, gibt es Szenen, die nicht im Film entsprechen. Auch richtig interessant. So, das war es auch schon wieder. Paket ist leer. Ja, das war richtig geiler Stuff, lieber Peter. Danke dir, dass wir diesen Deal machen konnten. Da habe ich mich tierisch gefreut. Eigentlich muss ich es nicht, aber ich verlinke deinen Kanal noch mal unten. Ne, deiner ist wesentlich größer. Ich glaube, keiner, der meinen Kanal guckt, der kennt den nicht. Egal. Ich freue mich, dass wir diesen tollen Deal machen konnten, dass die in meiner Sammlung landen, diese paar Teile. Ich freue mich auch schon, dass wir uns auf der Toyplosion, ne, also die Toyplosion, am 26. Jetzt kommt Aufkleber. Ach, hier auf meinem Glastisch klebt er fest gerade. Also die Toyplosion am 26. August diesen Jahres, also 2023, in Castrop-Rauxel. Riesen Toy Convention, 1800 Quadratmeter Händlerfläche. Ich bin auch da. Hab einen Stand, ich verkaufe ein bisschen und ich bin auch für euch da, wenn ihr Fragen habt oder wenn mich einfach mal treffen wollt, mit mir quatschen wollt. Das ist das Schöne und Peter, wir quatschen auch. Ne, trinken Kaffee zusammen. Vielleicht abends noch ein Bierchen. Ich weiß ja nicht genau, wie das da abläuft. Ob wir die alle die Zeit finden, weil wir sind ja alle irgendwie da völlig eingebunden. Irgendwie. Ne, sei es nur vom Verkauf, du mit der Organisation. Egal, ich habe schon zu viel gelabert. Das war mein kleines Unboxing mit diesem schönen Deal mit dem lieben Petendo. Ansonsten da unten ein Kommentar. Welches von den coolen Magazinen, sage ich mal so, habt ihr gehabt? Wie findet ihr die? Und welches soll ich vielleicht als erstes in einem Video besprechen? Das möchte ich gerne von euch wissen. Ansonsten liken, teilen, abonnieren. Mehr sage ich nicht. Bis zum nächsten Mal.